Ja, hi und willkommen, mein Name ist Dani Rölpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir uns noch ein bisschen hier umgeschaut in den ganzen Sektionen. Entschuldigung, musste aufstoßen. Und ja, wir müssen jetzt wieder einen Weg vorbereiten hier für unsere Gruppe. Und wir müssen die Nummer 4 betätigen. So, das ist mein zweiter Versuch übrigens, wie ich jetzt hier gerade aufnehme, weil ich habe erst den falschen Schalter aktiviert und ja, blöd ist. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Sicher nicht. Lass uns Cloud Bescheid sagen. Ja, das ist ein gutes Zeichen. Weil ich habe erst den falschen Knopf hier betätigt. Und ja, das Problem ist, ich kann mir jetzt nicht einfach so mal kurz hin und her wechseln. Ich muss erstmal wieder hier hochlaufen, dann muss ich die Gruppe wechseln, dann musste ich mit Clouds Gruppe hier erstmal dahin laufen, dann sind hier übrigens noch Gegner, die ich erledigen muss. Und ja, ich habe wortwörtlich so 7-8 Minuten irgendwie nicht nur hin und her gerannt. Ich habe Zeit verschwendet, da habe ich mir gedacht, ja, starte die Aufnahme noch mal neu. Das wäre voll Zeitverschwendung gewesen. So, jetzt muss ich hier durch. Muss ich da hochklettern, die Gruppe wechseln, dann bin ich mit Cloud und Barrett da oben lang gelaufen, hab gemerkt, ich habe das falsch aktiviert, da muss ich wieder zurücklaufen, da muss ich wieder mit den Mails hier durchrennen, wieder die Gegner erledigen, den richtigen Knopf drücken, schon wieder hier zurücklaufen, schon wieder die Gegner besiegen, schon wieder die Gruppe wechseln und ja, das war eine massive Zeitverschwendung, also deswegen habe ich gedacht, ja, mach noch mal neu. Da sind Kisten. Vermutlich hat Hojo ihn abgestellt. Sieht so aus, als müssten wir seinen Plänen folgen und Sektion 4 aufsuchen. Die Tür müsste offen sein. Dafür haben wir gesorgt. Verstanden. Ja. Wartet, wo ihr seid. Hier kommen wenigstens Cutscenes oder so weiter. Also nicht Cutscenes, aber. Lass uns mal zurück zu der Tür gehen. Das sind schon mal gute Anzeichen, dass ich hier was richtig mache. So, hast du. Stehlen, Feindes können. So, ich habe mal das hier miteinander verbunden, TP-Absorption. Also wenn ich mit irgendwas Schaden mache, dann bekomme ich TP in Höhe des zugefügten Schadens, 20%. Und da steht auch in der Beschreibung, dass man mit Feindes können verbinden kann. Und was ich so geplant habe, ist jetzt meine Eisaura einzusetzen. Und die macht ja dauerhaft Schaden. Deswegen sollte ich jetzt ja vielleicht so ein TP jedes Mal zurückbekommen oder so, nehme ich mal an. Wenn ich damit meine Gegner treffe, keine Ahnung. Na, das hier will ich machen. Ich tue mal Analyse. So, ich habe jetzt, glaube ich, genau, ich habe jetzt 2 hier Analyse gegeben. Ich wollte sowieso, glaube ich, tiefer Cloud hier Analyse geben. Damit die beiden Gruppen Analyse zu jeder Zeit haben. Und ja. Ja, machen wir weiter. Nein, zu wenig. Sehr gut. Ist das Teamwork oder was? Glaub schon. Ja. Ja, ist es. Warum ist die Karte denn jetzt mal weg? Ich muss sie jetzt immer wieder einstellen. So, hier war zum Chillen. Hier müssen wir hin. Den guten Wedge ganz schön warten. Ja. Ja, der wird ganz sicher ihr Leben draus schaffen. Kann sein. Der Typ hat sehr gute Menschenkenntnis. Ja. So wie ich. Auf den kann man sich verlassen. So wie auf mich. Ja, der Vegas hat auch schon gemeint, dass sehr viele Todesflaggen fliegen über Wedge. Und ja, finde ich auch. Ich irgendwie vergessen zu erwähnen, so ich habe auch so das Gefühl, dass der irgendwie sicher hier irgendwie noch sterben wird, weil warum sollte er sonst jetzt hier sein? Und hier passiert irgendwas, pass auf. Nee, okay, immer so ein großer Raum, deswegen habe ich gedacht. Hörst du das?
Ja, warum muss es mich dafür schubsen? Lauf! Ja, einfach meine Konterstellung. So, hier kommt irgendwas. Hey, dich kenne ich. Glaube ich, bist du nicht erst viel später am Boss oder so? Wo die ganzen Einzelteile hier kaputt gehen. Da verwechsel ich da gerade was. Ich brauche Analyse. Analyse, da ist Analyse. Macht reif, aber der wird verlassen. Ja, ist ein normaler Gegner, genau. Die rollen sich so ein und gehen dann auf einen los, so genau. Ich bin bereit. Ja. War wirksam, ganz wirksam. Immun, was auch immer das ist. Ich weiß gar nicht, was das ist. Wie ist das schon wieder passiert? Oh. Ach so, ich bin bei am Steuern. Stimmt. Ja, super. Na gut. Oh nein. Das Gefährt wird nicht klappen. Okay, das kann man ja noch ausweichen. Das ist schon wieder so ein Gegner, der so unnötig schwer zu bekämpfen ist, habe ich so ein Gefühl. So, ich will das hier einsetzen. Na, gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja, ich bekomme TP. Mit jedem Schlag immer 10, sind zwar immer nur 10, aber hallo, ist auch was. So, ich mach mal Regener. Und du, Barrett, du machst mal kurz Chakra. Der verhalte ich mich, glaube ich, mal. Okay, kann ich nicht kontern. Ah. Wenn ich jetzt eine Fernkampfwaffe hätte mit Barrett, das wäre natürlich sehr doll. Das war wieder dieser Angriff, ne? Schaffst das schon, Barrett? Ich glaube an dich. So, ich hole mal einfach rein hier. Boom. Okay, der ist jetzt. Oh Gott, nein. Nee, warte, wir hatten noch nicht zwei. So, voll nervig zu bekämpfen, aber geht schon. Na, jetzt war's da aus. Oh, geht jetzt zu den anderen. Hi. Und die sind noch ein bisschen schwächt. In die Fresse. Ja, wir sind ja zu dritt, also wird schon. Au. Vielleicht. Au. Oh. Wenn mir irgendwie voll wenig Luft zum Atmen gibt manchmal. Oh, hi. Oh, super. Voll gemacht. So, ich halte dich mal hoch, Eris, ne? Ist ja nichts dagegen, oder? Okay, das ist ja wohl viel einfacher hier, ne? Jetzt ist Tifa.
Was zum? So, wenigstens kann sie ihn treffen, eben einige. Er ist einfach da durchgegangen, habt ihr den gesehen? So, ja, damit wird sie aber nicht treffen, das ist doch blöde. So, Feuer. Boom. Ich hab den gesehen. Aha. Oh nein, oh nein, der bringt mich um. Oder auch nicht. Oha. Okay, kann man ausweichen. Gut. So, komm her. Komm her. Aua. Habe ich geschnitten. Was triffst du ihn damit? ja, okay, ist gut. Tiefer. Der Gedanke, der zählt, nehme ich an. Warte mal. Strahl der Vergeltung. Ja. Zu wenig. Ja. Au. Heilender Wind, bitte. Geheilt. Okay. So, komm mal von hier aus. Genau. Jawohl. Oh, der war gut. Na, schaut euch Red an. Was soll das? Oh, Elz. Oh, genau wie im Kampf, Feuer. Oh, da war badass. Sie haben ihn besiegt. Aber das sollten sie ja auch. Die gewünschten Daten hätte ich damit. Dann wollen wir mal die nächste Runde des Tests einleiten. War schon wieder ein Bild für die Götter. Was ist denn da oben schon wieder los? Oh, das war eine coole Überleitung. Dann mal los. So, können wir jetzt zu den anderen. Den anderen meine ich alle beide, Cloud und Barrett. Der Fahrstuhl ist sicher. Vertrau mir. Wieso? Na gut, wenn du das sagst. Kommst du darauf? Jetzt kommt da so Gas raus. Pff, ah. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Habt ihr das gehört? Okay. Ein verdächtiges Klopfen. Ich habe nichts gehört. Ich habe den Ton von meinem Fernseher zu leise, damit kein Echo kommt. Machen wir Pause. Scheint von hier aus verschlossen zu sein. Sollen wir sie aufmachen? Yeah. Ah, ist die ganze Gruppe wieder vereint? Oh. Kommt rein. Endlich wieder vollzählig. Also nichts wie durch da und rauf aufs Dach.
Auf der anderen Seite ist ein Fahrstuhl. Mhm. Ob er fährt oder nicht, liegt allerdings an Hojo. Na super. Aber ja, so geil, wenn jetzt alle Teil der Gruppe werden, ne? So, ja, gute Frage, ne? Warte mal, kann ich überhaupt? Kann gar nicht die Gruppe wechseln, ne? Ne, sieht nicht so aus. Na gut. Da finde ich so komisch, ne? Warum kann man Red nicht steuern? Ich meine, guckt euch das mal an. Wo ist es? Hier, guck mal. Das sieht doch noch voll aus, als wäre hier unten irgendwie noch Platz irgendwie für jemanden. Haben sie bestimmt schon geplant, aber dann weiß ich nicht. Haben sie wieder einen. Haben sie, hatten sie wieder Zeitmangel und dann konnten sie halt doch nicht irgendwie hinzufügen, ne? Der Fall von vielen großen Spielen. Aber egal. So ein Glück. Der Fahrstuhl funktioniert anscheinend. Dann hat Hojo vermutlich, was er wollte. Das haben wir gar nicht die Einsätze hier irgendwie gemacht, ne? Die Sektion. Glaube ich. So, haben wir den Filler erledigt. Wir sind wieder zurück. Oh. War aber nicht so im Original. Ach, jetzt sind wir hier da, wo wir Sephiroth getroffen haben, ne? Oder? Nee. Was ist denn hier los? Was ist hier passiert? Jemand war hier. Das ist doch unsere Richtung. Jemand war hier. Ihr habt doch gesehen, wer da gerade war. Wir haben den doch auch gesehen, oder? Und Hojo hat den auch gerade gesehen auf dem Terminal. Das war, bilde ich mir nicht ein. Ach, wir sind dann dem Punkt der Story angekommen. Haben sie aber einige Sachen geskippt. Außer kommt jetzt noch. Nur noch das Büro des Direktors und das Dach. Warte! Wenn wir darauf gehen, gibt's vermutlich kein Zurück mehr. Bist du sicher, dass du das tun willst? Oh. Mit dem Fahrstuhl von gerade kommen wir zurück zum zentralen Kontrollterminal. Wenn du noch was erledigen willst, tu es jetzt. Was soll ich denn noch erledigen? Gibt's doch nichts mehr. Ich habe doch ja alles erkundet, oder? Ich meine, Sektion 1 haben wir jetzt irgendwie nicht, glaube ich. Ich kann ja nichts erledigen, also. Hier, diese Kampfbrichte, die werde ich sowieso nicht mehr schaffen, ne? Die drei Dinger. Ja, gehen wir weiter nach oben, ne? Einfach weiter mit der Story. Das hat irgendwie so, da klang jetzt schon sehr nach finaler Kampf und so. Ich bin bereit. Lasst uns gehen. Dann haben wir aber eine Menge Sachen geskippt, erstmal. Also da kommt jetzt alles noch was. Blutige Spuren. Aber hart zensiert. Im Original war das echt Blut, also rotes Blut. Ja, also sind wir schon an dem Punkt. Normalerweise ist das so, Spoiler, wenn man irgendwann mit dem Aufzug gefahren ist, dann kam hier Root und hat einen festgenommen sozusagen und man wurde von dem Präsidenten gebracht und dann sind wir gefangen gehalten worden und mussten erstmal ausbrechen
Und dann auf einmal sieht man so eine, wenn man ausbricht, hier so eine blutige Spur, die sich bald hinzieht. Und Genova hat man auch gefunden, allerdings in so einem sehr viel kleineren Tank und nicht in so einer riesigen Grotte, sag ich mal, wie vorhin. Und ja, dann ist man irgendwann zu diesem Punkt gekommen mit dem Blut, dieser Blutspur, die man folgen muss durch das ganze Shinra-Gebäude. Und ich nehme jetzt an, wir sind jetzt an diesem Punkt gelangt von der Story. Und oh Gott, die Kamera ist sehr, also glaube ich, so gedacht sein, dass die Kamera so komisch ist, ne? Jetzt ist sie wieder normal. Also ich nehme an, die Spur führt uns jetzt zum Präsidenten. Wo ist der verdammte Direktor hin? Und Sephiroth. Wartet. Ich höre was. Hilfe! Ist da jemand? Da sind wir schon verdammt nah am Ende. Ich halte nicht mehr lange durch. Von wo kommt das denn? Ist das Wedge? Ich höre das kaum, also ich weiß nicht, wer das sein könnte. Aber ich kann mich hier noch mal ausruhen. Ja, ich mache jetzt mal Pause. So, ich weiß nicht, soll ich jetzt hier einen Schnitt machen oder so, weil das sieht schon stark nach Endspurt aus. Ja, zur Not kann ich ja noch schneiden oder so, ne? Davon, wo kommt denn die Stimme, von hier draußen? Ja, kommt echt von draußen. Oh. Ist da jemand? Hi, Präsident. Oder Direktor, was weiß ich. Helft mir! Sieh an, wen haben wir denn hier? Bitte! Ich halte das nicht mehr aus! Ich gebe euch, was ihr wollt! Denk nicht, dass du dich freikaufen kannst. Hilfe! Helft mir! Ich erfülle euch alle Wünsche. Das ist gar nicht mal so kompliziert. Wenn du abkratzt, sind 90% meiner Probleme schon gelöst. Reden wir lieber über die restlichen 10%. Hört euch den an. Hängt am Abgrund und will noch verhandeln. Barrett, tu es nicht! Alter. Aber nicht so im Original vor. Du lässt das in ganz Midgar übertragen. Zuerst wirst du höchstpersönlich die Sache mit Sektor 7 aufklären. Und danach wäschst du verdammt nochmal unseren Namen rein. Avalanche hat keinen Krieg im Sinn. Alles, was wir tun, tun wir für die Menschen. Und um das Leben des Planeten zu retten. Das und nicht mehr! Sagt den Leuten, dass ihr eure Fehler einseht. Hast du kapiert? Verstehe. Ihr sorgt euch um euren Ruf. In der Tat nicht ganz unwichtig. Vielleicht sogar wichtiger als zerstörte Reaktoren und die Zukunft des Planeten. Hä? Du Drecks... Ihr seid ja so naiv. Wahrheit
Freiheit, Ansehen, Recht haben. Jämmerlich selbstbezogen. Und erst die Idee einer Welt ohne Shinra. Die Vision einer Welt ohne Mako. Was wäre dann noch übrig? Glaubt ihr, die Leute würden ein komfortloses Leben begrüßen? Nur um einer vagen und weit entfernten Bedrohung zu entgehen? Es hat euch sicher Spaß gemacht, die Helden zu spielen. Doch, das ist vorbei. Ich gebe dir eine letzte Chance, zu erkennen, was Gerechtigkeit wirklich ist. Aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Verrat es mir. Was ist für dich Gerechtigkeit? Idiot! Was interessieren mich haltlose Wunschvorstellungen? Wichtig ist einzig, was sich umsetzen lässt. Man muss seine Chancen erkennen und alle Hindernisse aus dem Weg räumen. Und dabei darf man nie auch nur mit der Wimper zucken. Ja, schießt mit der Abmessbühne ab. Oh. Ist das? Das ist der Ursprung von allem. Oh. Hi. Okay. Spontaner Bosskampf, so wie es ausschaut, aber die machen wir dann im nächsten Part. Ja, hier haben sich auch einige Ereignisse ein bisschen verändert. Folgendes, und zwar Sephiroth im Original hat man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gesehen, und ja, wenn man diese Blutspur gefolgt ist im Original, dann hat man einfach nur gesehen, wie der Direktor tot an seinem Platz sitzt mit einem riesigen Schwert im Rücken, und erst dann wird erstmal der Name Sephiroth erwähnt, und ja, wir sind jetzt wieder sozusagen so im Filler-Bereich. Passieren wieder irgendwie einige zusätzliche Sachen. Ja, Barrett wurde natürlich auch nicht abgeschlitzt, weil Sephiroth dann diesen Teil noch gar nicht da war, und ja, und ich habe gesehen, irgendwie einen von diesen Geistern hat, glaube ich, versucht, Barrett zu heilen, so wie das aussah. Und was auch irgendwie wieder ironisch ist, weil die Viecher, die sollen ja irgendwie dazu da sein, die das Schicksal hier in die richtige Richtung zu lenken, und ist irgendwie so, als würden die irgendwie verhindern wollen, dass die Story vom Original irgendwie verändert wird. Deswegen, ja, Barrett sollte halt nicht sterben, weil Sephiroth war im Original nicht da, und deswegen heilen die ihn jetzt. Also keine Ahnung. So, und jetzt sind wir in Genova Puls Bosskampf, und ja, gut, den machen wir im nächsten Part, ne? Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar, das würde mich sehr freuen, und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.